Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema R, Runden. R wird gestartet mit der Eingabe Groß R Enter. Mittels der Round-Funktion kann eine Zahl oder ein Ergebnis einer Rechenoperation, das mehrere Stellen nach dem Komma mit sich bringt, abgerundet werden. Zum Beispiel Round, Klammer auf, SQRT, Klammer auf, 5, Klammer zu, Klammer zu. Ohne weitere Angabe gibt es keine Nachkommastellen mehr. Das Ergebnis von SQRT 5 ist hier 2,236068. 1,4 wird auf 1 gerundet mittels Round, Klammer auf, 1,4, also 1,4, Klammer zu, Enter und 1,5, also 1,5, wird auf 2 gerundet und so weiter. Per Round, Klammer auf, x gleich SQRT, Klammer auf, 5, Klammer zu, Komma, Digits ist gleich 2, Klammer zu, kann man festlegen, auf wie viele Nachkommastellen Argument x durch die Option Digits gerundet wird. Hier zum Beispiel auf 2 Nachkommastellen. Also ist hier das Ergebnis 2,24. Digits und x kann man auch vertauschen. Vorne steht Digits und an zweiter Stelle x. Beachtet man die richtige Reihenfolge, kann man x und Digits auch weglassen. An der ersten Stelle steht x und an der zweiten Stelle Digits. So gibt man zum Beispiel ein Round, SQRT, Klammer auf, 5, Klammer zu, Komma und 2. Und das war's dann auch schon. Oder 4 Stellen nach dem Komma. Fragezeichen Round ruft die Hilfeseite zu Round auf. Verlassen kann man die Seite wieder mit der Taste Q. Ceiling, zum Beispiel C-E-I-L-I-N-G, Klammer auf, 3,1, also 3,1 hingegen rundet die numerische Angabe immer auf die nächste ganze Zahl auf. Wobei die Funktion Floor, F-L-O-O-R, Klammer auf, 3,9, also 3,9, auf die nächste ganze Zahl abrundet. Das war User Paul vom Screencast. Ciao und viel Glück.